Es ist das glückliche Ende einer langen und oft auch ziemlich nervenaufreibenden Reise. Das U-Boot 17 ist im Speyerer Technikmuseum angekommen. Gerade mal 4 Kilometer lang ist die heutige Schlussetappe zwischen dem Speyerer Naturhafen und dem Museum. Aber die haben es noch mal in sich. Das 50 Meter lange und 500 Tonnen schwere U-Boot kommt kaum um manche Kurve. Im Schritttempo schleicht der 30-Achser über die Straße. Millimeterarbeit und gute Nerven sind gefragt. Polizei, THW und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Am Ende sind bei den Verantwortlichen Freude und Erleichterung groß. Ich hatte wahrscheinlich den entspanntesten Job von allen heute. Ich habe nur zugeguckt, überwacht und war trotzdem angespannt, tatsächlich, ja. Aber es hat ja wundervoll funktioniert. Also auch, es gab Engstellen, klar. Trotz guter Organisation vergisst man doch das eine oder andere. Aber insgesamt, man sieht es hinter mir, das U-Boot steht auf dem Gelände. Wie schon in den vergangenen Tagen begleiten auch heute Tausende Schaulustige den Transport. Das ist ein U-Boot. Ja, das ist ein U-Boot. So mancher nimmt dafür einiges in Kauf. Wir haben extra einen Wecker gestellt heute Morgen. Sonst begeisterte Fans vom Technikmuseum, also Mitgliedschafter. Und das sollte man sich mal nicht entgehen lassen. Selten, dass man das sehen wird. Ja, die Enkelkinder sind extra aus Heidelberg gekommen zum Gucken. Gut, ich habe es schon dreimal gesehen, war in Köln, Worms und jetzt hier. Aber der Straßentransport ist halt schon ein Highlight. Wenn man schon mal selber ein bisschen mit schweren Geräten rumgearbeitet hat, weiß man, was da auf die Verantwortlichen zukommt. Und daher kann ich auch verstehen, dass hier alles abgesperrt ist und dass man da nicht hin darf. In Speyer wird das U-Boot jetzt erst einmal aufbereitet. Danach geht es weiter zum endgültigen Ziel nach Sinsheim, ins dortige Technikmuseum.